unterrichte in der Grundschule, Pestalozzi-Schule in Ingelheim. Und wir haben im Unterricht das Thema Trinken und Gesundheit, also speziell dann auch Trinken im Unterricht gemacht. Weil ich das sehr wichtig finde, dass die Kinder im Unterricht auch trinken. Ich habe früher gedacht, dass es reicht, wenn die Kinder in der Pause trinken, aber das tun sie eben nicht, habe ich festgestellt. Da wollen sie spielen, da wollen sie sich bewegen und nur die wenigsten denken da ans Trinken. Also ich persönlich mache das seit 7 Jahren und die Schüler fanden das Thema total spannend. Ich habe mit der Klasse auch im Rahmen des Projektes dann Trinkregeln vereinbart. Das ist bei uns so, dass die Kinder dann einfach trinken dürfen, wenn sie Durst haben oder einfach wenn sie das mögen. Am Anfang musste ich schon häufig die Kinder daran erinnern, dass sie auch trinken sollten, regelmäßig. Aber das hat sich ganz schnell eingespielt und jetzt machen sie das von sich aus. Gelegentlich sage ich das auch an, dass wir jetzt eine Trinkpause machen, aber die Kinder, die machen das jetzt von alleine und machen das auch jetzt, weil sie das brauchen. Sie trinken überwiegend Mineralwasser. Ich habe das mit den Eltern auch besprochen auf dem Elternabend, wie wichtig das ist, eben Mineralwasser zu trinken. Ja, das liefert ganz wichtige Nährstoffe für die Kinder. Und was auch ganz entscheidend ist, es enthält auch eben keinen Zucker mehr. Das ist ganz wichtig für das Konzentrationsvermögen der Kinder. Einfach, das kennen wir auch von uns. Ja, wenn wir zu wenig trinken, dann bekommen wir Kopfschmerzen und können uns nicht so gut konzentrieren. Und genauso geht es den Kindern auch. Also das Trinken im Unterricht finde ich überhaupt nicht störend. Das liegt auch daran, dass wir wirklich die Trinkregeln vereinbart haben hier in der Klasse, also ich mit den Kindern, und das läuft ganz normal ab. Die müssen auch nicht deswegen häufiger auf die Toilette rennen. Das hat sich alles wunderbar eingespielt und das ist für uns was ganz Normales, für die Kinder auch, und das stört den Ablauf des Unterrichts überhaupt nicht. Also das besteht die Möglichkeit, dass die Eltern sich engagieren und dass die dann regelmäßig Wasserkisten in die Schulen bringen. Dann, das kann man mit einem Dienst machen, dass die Kinder einfach so ein Kärtchen mitbekommen. Bitte Wasser bringen, das geben sie dann an die Eltern weiter und dann bringen die Eltern dann einfach nach Bedarf dann eine Kiste Wasser oder zwei und die nehmen dann auch immer das Leergut mit und das lässt sich ganz gut umsetzen. Also ganz wichtig ist es, dass die Eltern überhaupt daran denken, dass die Kinder auch Getränke mitnehmen in die Schule und vor allem auch natürlich, dass es dann auch Mineralwasser ist, dass es was Gesundes ist. Ja.